Ey Leute, was ist da los? 70% von euch sind noch keine Abonnenten von diesem Channel. Also, wenn ihr gar keine Videos mehr verpassen wollt, jetzt abonnieren, Glocke aktivieren, los geht's. Heute habe ich euch ein bisschen was vorbereitet und zwar geht es um den Umgang mit sehr, sehr großen Trainingsgruppen. Wenn ihr 20 Spieler, 25 oder eventuell sogar noch mehr Spieler habt, die gleichzeitig bewegt werden müssen. Und da möchte ich mit euch quasi über die Kraft sprechen, wie man Spielfelder teilen kann, ja, die Kraft des Spielfeldteilens. Und zwar habe ich hier einmal eine Sache vorbereitet, wie man das Spielfeld quasi quer teilen kann. Das heißt, so haben wir jetzt drei Bereiche. Und jetzt könnte man machen, dass man ja Angriff-Abwehr-Übungen über das ganze Feld hat in diesen Bereichen. Das heißt, man kann zum Beispiel drei Abwehrspieler hier jetzt in Rot in jeden Bereich stellen. Zack, zack, zack. Plus, wir haben dann natürlich zwei Torhüter, einen hier ins Tor, einen da ins Tor. Seht schon, sind schon mal 9 Spieler in der Abwehr, anstatt höchstens 6 im normalen Handball. Plus zwei Torhüter. Und dann haben wir Angriffsgruppen. Die Angriffsgruppen gehen dann in Überzahl hier gegen. Ja, hier auf dem Taktikboard ist natürlich jetzt gerade ein bisschen wenig Platz. In eurer Sporthalle ist da natürlich ein bisschen mehr Platz. Und jetzt könnte man, wir nehmen mal zwei Bälle, jetzt könnte man so Übungen machen, quasi wie das ganze Spielfeld überbrückt werden muss. Das heißt, wir haben hier eine Vierergruppe, die gegen drei immer einen in der Überzahl ist und die müssen jetzt probieren, mit Ball das ganze Spielfeld zu überqueren, ja, und spielen dann quasi dreimal eine 4 gegen 3 Überzahlsituation aus, bis sie am Ende hier auf der anderen Seite ankommen und dort aufs Tor werfen. Ja, das heißt, so haben wir quasi 9 Abwehrspieler durchgehend beschäftigt. Plus, die stehen auch nicht lange rum, weil diese Gruppen starten hier immer nacheinander. Das heißt, wenn ihr hier drei Angriffsgruppen zum Beispiel habt, haben wir 12 Leute im Angriff, 9 in der Abwehr und die starten durchgehend. Ja, eine Gruppe, nächste Gruppe, nächste Gruppe. Und wenn alle hier unten auf der linken Seite sind, dann starten die natürlich wieder direkt zurück und greifen auf die andere Seite an. Ja, das heißt, so habt ihr zum Beispiel direkt über 20 Spieler beschäftigt, ohne dass da Langeweile wird. Ja, und dann tauscht man einfach Angriff-Abwehrspieler durch. Wenn ihr noch viel mehr Spieler habt, ja, dann kann man es natürlich sogar so teilen, dass man das Spielfeld noch einmal längs teilt. Ja, und dann theoretisch, ich stelle mir jetzt hier noch blau dazu, quasi hier zwei Abwehrspieler hat, hier zwei Abwehrspieler, ja, immer in diesen Feldern. So hätte man jetzt quasi 6 Felder. Und ja, hier könnte man dann entweder hier unten quasi auf einer heilen Hälfte spielen und dann immer drei Spieler gegen 2, 2, 2 hier aufs Tor und dann gleichzeitig hier von dieser Seite startend drei Spieler gegen 2, 2, 2 hier auf dieses Tor, ja, so dass man quasi immer auf dieser Seite, auf der unteren, ich mach's mal mit Pfeilen, dass man auf dieser Seite von rechts nach links spielt, auf dieser Seite von links nach rechts und wenn die Gruppe hier aufs Tor geworfen hat, dann wird sie hier Angreifer und die werden natürlich hier Angreifer. Und so spielt man dann quasi immer im Kreis. Und hier seht ihr es auch schon, hier haben wir jetzt 12 Abwehrspieler, ja, in verschiedenen Sektoren beschäftigt. Plus, man kann dann immer, man kann locker auf jeder Seite zwei Angriffsgruppen haben zum Starten. Das heißt, hier werden nochmal 12 Angreifer. Eventuell kann man damit ja sogar dann mit 16 Angreifern spielen. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Genau, bei 4 Dreiergruppen hätte man 12, bei 5 Dreiergruppen hätte man dann 15 Angreifer. So kann man dann locker mit 15 Angreifern und 12 Abwehrspielern spielen. Mit 2 Torhütern haben wir schon 29 Leute beschäftigt. Ja, das heißt, wenn ihr euch einfach ein bisschen damit beschäftigt, wie man die Spielfeld oder das Spielfeld teilen kann, dann kann man auf jeden Fall in Sektoren sehr, sehr viele Spieler gleichzeitig beschäftigen. Viele weitere Videos und spannende Inhalte rund um den Handball findest du auf meiner Homepage www.handball-hex.com. Mach's gut, ciao!